In diesem Video geht es um die drei Komponenten Content, Kommunikation und Konstruktion. Die drei Komponenten des 3C-Modells und wie wir die bei der Lehre vor Ort oder bei digital gestützter Lehre einsetzen können. Wir können grundsätzlich jedes Lernangebot beschreiben als eine Kombination aus diesen drei Komponenten, nämlich zum einen die Content-Komponente. Da geht es um die Präsentation von Informationen, die die Lernenden verarbeiten. Die Kommunikationskomponente, Lernende und gegebenenfalls auch Lehrende interagieren und stehen im Dialog. Und die dritte Komponente, die Konstruktion. Da geht es um eine Lernaufgabe, bei der ein Artefakt erzeugt wird. Diese drei Komponenten sind unterschiedlich intensiv in einem Lernangebot vertreten. In einem Lernangebot ist vielleicht das eine Element stärker vorhanden als das andere. Aber wichtig ist es eben, die richtigen Anteile zu finden. Das heißt also, es geht um didaktische Analysen. Und das Ergebnis dieser didaktischen Analysen soll zu einem didaktischen Konzept führen, das uns beschreibt, in welchem Anteil diese drei Komponenten vertreten sein sollten in dem Lernangebot. Und dann gilt es natürlich auch zu entscheiden, ist das jetzt nun in einem Vorort Präsenzelement zu realisieren oder kann es synchron oder asynchron mit digitalen Medien implementiert werden. Schauen wir uns das an. Wie würden wir das implementieren bei einem Angebot, das vor Ort durchgeführt wird? Auch wieder die drei Komponenten. Wir sehen hier eine Hörsaalsituation. Hier haben wir viele Menschen, die nah beieinander sitzen in diesem Hörsaal. Dann haben wir eine eher seminaristische Situation, wo die Lernenden diskutieren, wo ein Dialog entstehen kann, wo kommuniziert wird. Und wir haben ja, Lernaufgaben, die bearbeitet werden und dann vielleicht sich in irgendeiner Weise präsentieren lassen, sei es als Poster oder hier eben halt auch als ein Artefakt, was zum Beispiel hier bestimmte Netzwerkstrukturen visualisiert. Also alles Elemente, die vor Ort in einem Raum stattfinden. Und genau diese Elemente können wir natürlich auch jetzt mit digitalen Medien umsetzen. Also beispielsweise den Content über den Bildschirm präsentieren, sei es als Aufzeichnung oder als Live-Videokonferenz. Wir können dann in die Kommunikation gehen, in die soziale Interaktion, wo die Menschen sich beispielsweise über eine Videokonferenz-Software miteinander austauschen. Oder schließlich und endlich dann Lernaufgaben, die bearbeitet werden mithilfe diverser Tools und wo dann ein digitales Artefakt als Ergebnis der Bearbeitung rauskommt. Wir finden verschiedene Varianten, wie diese nun eingesetzt werden, diese drei Komponenten. Und eine Variante wäre der schlichte Vortrag. Gegen den ist nichts zu sagen, aber Sie würden hier eben klar erkennen, das didaktische Konzept reduziert sich auf eine Komponente, nämlich die Content-Komponente. In ähnlicher Weise können wir uns vorstellen, dass es eine freie Diskussion gibt. Es gibt dann eben halt keine inhaltliche Grundlage, die in einem Vortrag, in einem Medium, in einem Video, in einem Buch, wie auch immer, vermittelt worden ist. Oder schließlich könnten wir uns auch vorstellen, dass es eine Entwicklung gibt, wo Personen etwas kreativ schaffen, ohne dass vorher eben bestimmte Inhalte, Theorien, Konzepte vermittelt worden sind, ohne dass dazu auch begleitend eine Kommunikation mit anderen, ein Austausch stattfindet. Also wir können uns auch alle drei Komponenten alleine vorstellen, aber Sie ahnen, worauf ich hinaus will, die eigentliche Leistung einer didaktischen Konzeption, ganz egal, ob das vor Ort oder digital gestützt ist, besteht im Grunde darin, eine Kombination dieser drei Komponenten zu implementieren. Also ein didaktisches Konzept beinhaltet in der Regel sowohl eine Content-Komponente als auch eine Kommunikations- und eine Konstruktionskomponente. Sie sehen hier nochmal die Übersicht und hier unten nochmal der Hinweis, die didaktische Konzeption muss die richtigen Anteile finden und das
Wichtige aus didaktischer Sicht wäre, dass wir das eben halt aus bestimmten Analyseschritten ableiten, nicht also a priori davon ausgehen, dass dieser oder jener Anteil richtig ist. Und schließlich auch der Hinweis, nur der Austausch von Orten, dass wir also jetzt sagen, wir machen bestimmte Dinge eben vor Ort oder eben digital online, das bringt zunächst wenig Vorteil, sondern es wichtig ist es hier, die richtige Kombination dieser Elemente zu finden und dann natürlich auch zu überlegen, wie man sie implementiert, also in welcher medialen Umsetzung.